Und wir sind in der Champions League heute mit dem Auswärtsspiel in Rom. Nach der ersten Saisonniederlage im in der Liga. Ja, wir haben gegen Bochum zu Hause verloren. 0-1. Wir haben auch in Augsburg nicht gespielt. Ergo sind wir 6 Punkte hinter den Münchnern jetzt mittlerweile. Ja, genau. Na gut. In Rom. Ich will keine scheiß Pressekonferenz. Bin ich jetzt gerade ein bisschen zu genervt, muss ich zugeben. Ja, Piri muss leider zusehen heute. Arebita frei. Ich überlege gerade, was wir machen. Albiol rausnehmen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dafür. Ja, Piri ist ja gelb vorbelastet, ist ja gelb-rot gesperrt. Also, oder rot gesperrt, wie auch immer. Ja, ich muss es halt versuchen irgendwie. Geh mal rein ins Match. Gehen wir mal rein ins Match. K.O.-Runde in der UEFA Champions League. Und als wäre das noch nicht genug, treffen heute auch noch diese beiden Rivalen aufeinander. Gleich geht's hier los. Ja, Rivale würde ich nicht sagen. Es geht halt jetzt um Champions League, ne? Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und heute freuen wir uns auf das Achtelfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Hinspiel also in diesem Achtelfinale, Wolf. Und es ist ja logisch, was beide vorhaben, sich die perfekte Grundlage fürs Rückspiel zu holen. Und dann wollen sie den Einzug ins Viertelfinale klar machen. Große Ambition. Puh. Ja, nach Neapel jetzt der zweite italienische Verein. Aber wie gesagt, viele falsche Entscheidungen in den letzten beiden Spielen. Ein Punkt aus den letzten beiden Spielen in der Liga. Also positiv sieht anders aus. Aber vielleicht kann man es irgendwo doch noch. Vielleicht kann man es ja mitnehmen. So werden die Gastgeber beginnen. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen? Ja. Das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Schon ziemlich krasse offensive Mannschaft. Ziemlich offensiv auf jeden Fall. 3-4-3, wenn ich es richtig sehe. Sehr, sehr offensiv die Truppe. Aber in Italien haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir haben in Neapel 3-2 gewonnen. Mal gucken. Ich glaube, die Roma ist gefühlt in Brügge so noch der Anführungszeichen einfachste Gegner. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie. Auf gesperrten Piri müssen wir auf jeden Fall verzichten. Arebi kriegt den Vorzug. Sicher auch noch die Möglichkeiten, über außen gefährlich zu agieren. So, und jetzt beginnt die UEFA Champions League in diesem Jahr erst so richtig. Nämlich mit dem Achtelfinal-Hinspiel. Und jetzt gucken wir mal, was kommt nach der Vorrunde. Richtig. Wir sind Gruppenerster geworden, wir haben sogar in Madrid gewonnen. Wir haben auswärts, glaube ich, gefühlt, da haben wir ja alles gewonnen in der Champions League. In Madrid, in Istanbul und auch in Neapel. Mal gucken, ob Rom jetzt der nächste große Schritt ist. Zu Hause haben wir so ein bisschen unsere Probleme, ja, aber... Mal gucken. Boah.
Noboa. Noboa. Und Pickford vor Aubameyang. War kein guter Pass. Savic. Kenne ich aus meiner Schalke-Karriere noch. Damals hatte ich ihn in der... Es wird aktuell viel über Rui Patricio diskutiert. Denn er hört ja auf, Buschi. So schade das auch ist, er hat sich entschieden. Ja, da ist der Manager nicht zu beneiden, wenn er adäquaten Ersatz finden will. Wie soll das gehen? Den kannst du nicht ersetzen, Wolf. Ganz wichtiger Rote. Mann, spielerisch auch fürs Teamgefüge. Rote und Ulrich! Ulrich! Zieht aber vorbei. Da. Jetzt ist Schluss. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Auf ihn müssen sie besonders aufpassen. Er ist richtig stark im Abschluss. Also guter Beginn von uns. Bisher. Ecke. Das gibt Ecke. Ecke. Erzwungen. Sterner. Ecke kommt ins Zentrum. Ah, schade. Weiter gefährlich. Schiri, der hat schon... Elfmeter, Handelfmeter für Bayreuth. Ein Distanzschuss von Ulrich und Gabriel. Jawohl, der kriegt die Hand nicht rechtzeitig weg. Also meiner Meinung nach war es kein Handelfmeter, aber ich nehme es mit. Letzte Handstaffel für Lidis gegen den FC. Gegen den FCA verschossen. Jetzt klingt unter der damals geschossen, jetzt. Warum schießt du denn nicht? Warum schießt du denn nicht unten? Da können sie jetzt in Führung gehen. Geh weg da! Super gehalten. Scheiße. Thielemanns. Wieder einen Handelfmeter verschossen. Wie schon gegen Bochum. Jetzt kann's eng werden. Ach, Schiri, den brauchst du doch jetzt nicht abpfeifen. Wie wird er jetzt hier entscheiden? Machen Sie jetzt gut. Na, warum lässt du einfach durchgehen? Braucht er nicht im Weg. Braucht er nicht hinzugehen. Was ist so ein Elfmeter? Eine große Chance zumindest mal, was zu machen hier. Stones. Gonzalo Guedes. Und Knoppert. Konter Bayreuth. Über Tom Rothe, natürlich. Klar. Oh, da geht er vorbei. Und der Schellung geht da mal eben kurz durch. Der wird es mal gehalten, wie sonst was. Und Aubameyang, 0-1. 14. Führung für die Bayreuther. Und damit war ja eigentlich auch fast schon zu rechnen. 0-1 in Rom. Ja, der Torwart ist einfach nicht da, wo er sein muss. Und das weiß er auch. Das Ding geht auf seine Kappe, sehen wir ja nochmal ganz. Ja, Pickford holt den Elfmeter jetzt. Der war auch schlecht geschossen, muss ich zugeben. Warum auch immer der, obwohl ich rechts unten gedrückt habe, warum der den auch immer noch in die Mitte setzt. Also, 1-0 Aubameyang auf jeden Fall. Pier-Emerick Aubameyang, ja. Typisch italienisch halt. Ulrich. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Noboa, der kann sich mal durchmarschieren. Noboa, und wenn der weg, wenn der ein bisschen besser kommt für uns. Also, es war ein Abfall vom Keeper, aber wenn der ein bisschen sauberer kommt für uns, dann könnte das durchaus das 2-0 sein. Barov. Ah, da. Giddisch, jawohl. Haremi. Kontakt. Gut dabei, auf Schelde rum. Das könnte der Karte uns doch geben, aber ich weiß es nicht. Ist mir aber herzlich egal. Es gibt schon wieder einen Tiffmeter. Und es ist, glaube ich, schon wieder der Fünfer, oder? Das ist schon wieder Gabriel. Habe ich das richtig gesehen? Ja, natürlich. Zweites Handtuch für Handelfmeter. Zweiter Handelfmeter. Ah, aber auch schon wieder so eine schwierige Situation. Jetzt können sie die Führung erhöhen.
Gut gemacht. Der kann hier diesmal, der Keeper fliegt in die richtige Ecke, aber der zweite Spieler ist drin. Lilian Eckhoff, 0-2. Kurz vor der Pause. Ja, wieder, der geht da hin, macht sich extremst lang, der Pickford. Aber wirklich was machen kann er nicht. Aber nicht wirklich. Perfekt getroffen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, wie gesagt, in der Punkte, in der Liga, in der Tabelle haben wir 5 Punkte eingebüßt in den letzten beiden Spielen. Aber der Champions League, gerade auswärts, scheint zu laufen. Stand jetzt doch mal. Ist es noch ein bisschen was zu spielen? Er fängt diesen Pass ab. Der Ball Abstoß. Ist weg. Abstoß. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Ja, Gerd, ich habe nichts geschmallt. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Also 2 Handelfmeter insgesamt. Ja, da könnte nicht, dürfte nichts passieren. Gasstop. Und dann ist Pause. Pause. Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. So, United gegen Barca 1-0. So, weiter geht's mit Halbzeit 2. Es wird keine Änderung geben. Warum auch? Es läuft doch. Die 22 Minuten in diesem Achtelfinal-Hinspiel. Ja, es wäre sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob die Auswärtszuregelung greift. Es wäre ja natürlich wichtig, klar, wenn es wirklich so ist, dass wir die Auswärts. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Iker Muniain. Muniain. Gonzalo Guedes sehen wir da. Ja, ist wirklich zu sehen, gerade. Okay, es war. Ich wollte sagen, ich dachte mir jetzt, der Schiedsrichter gibt da irgendwas. Derzeit ist einiges los in den Medien. Geht natürlich wieder mal um Transfergerüchte, Buschi. Das gibt Einwurf für uns. Ich wollte gerade durchstecken. Gab ja noch keine offiziellen Statements. Novoa, vielleicht mal noch eine. Was weit noch mal was Gutes, ne, Pickford. Ja, wie gesagt, so ein Distanzschuss hat einen Handelfmeter wieder gebracht. Darf ich jetzt vielleicht nochmal spekulieren? Schön diesen Pass abgefangen. Sterner, gut gemacht. Gut dazwischen gegangen, gut dazwischen. Platz hat er jetzt gerade so ein bisschen. Jetzt die Flanke. Und Pickford holt sich den relativ harmlosen Ball von Novoa. Aubameyang! Gute Aktion, denn da lag das Tor in der Luft. Hat ja heute schon einen Treffer. Also 3-0 wäre... Schon einmal durchsetzen, hier aber nicht. Ja, der Schuss jetzt. Ball wird abgedrückt. Schelderup. Pickford hat das Ding irgendwie jetzt gerade auf Fuß. Kann auch ohne Probleme rausspielen, aber... Rote. Aubameyang. Aubameyang, Riesenchance. 3-0. Das nächste Tor. Die Abwehr erneut machtlos. Die Führung damit 3 Tore. Es könnte jetzt der 4. Auswärtssieg in der Champions League in Folge sein. Klar, Gabriel bleibt natürlich jetzt weg, der hat schon 2 Dinger verursacht. Den ersten haben wir uns verschossen, weil sonst wäre es hier auf sogar 4-0. Dybala. Dybala, überhaupt nichts von ihm zu sehen heute. Gut den Ball abgefangen. Konter kommt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gute 20 Minuten noch. Gabriel, der ist ein bisschen neben sich. Kann aber diesen Ball noch reparieren. Bravo. Ja, das sieht gut aus. Ja, der Abpraller kommt. Ballgewinn hier. Und dann der Konter. Über.
Novoa hat erstmal ein bisschen Platz. Starkes Tackling hier. Ah, ich hätte ihn andersrum drehen müssen. Dann wäre ich wahrscheinlich sogar dick gewesen. Rick Kastrop. Dybala. Wie gesagt, Dybala hat nichts auf die Reihe. Kriegt nichts auf die Reihe. Und jeder Ball wird abgefangen. Viel Übersicht bei diesem Pass. Über Hugo Novoa vielleicht sogar jetzt auf 4-0 zu stellen. Ah, das ist stark. Vier Tore sind Eckloff. 0-4. Es ist definitiv der vierte Auswärtssieg in Folge. Istanbul, Neapel, Madrid und jetzt auch Rom erobert. Ja, der Liga, wie gesagt, zweimal jetzt nicht gewonnen. Jetzt zerlegt mal kurz mal eben die Roma mit seinen Einzelteile. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel, ne? Ist ja noch nicht durch. Abwarten, zumindest. So, deswegen werde ich jetzt natürlich ein bisschen wechseln. Jetzt darf ich ja. Jetzt kann man ja mal ein bisschen aufrotieren. Die Jungs, die Helden rausnehmen und auch und mal der zweiten ein bisschen Chance geben. Wie gesagt, ich denke, Viertelfinale ist durchaus möglich, aber wie gesagt, es gibt noch ein Rückspiel. Aber 4-0 ist schon mal eine Ansage. Ulrich. Mokoko, der ist mit Tempo gegen Savic. Riesenschance. 0-5. Nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Jedes weitere Tor, was wir jetzt natürlich erzielen, ist fürs Hinspiel, fürs Rückspiel ganz, ganz wichtig. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Lange Eck. Ja, in der Tat. Keine Chance für den Keeper. Und im Abschluss auch noch effizient. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5-0. Eine Roma-Demütigung. Wie gesagt, auswärts. Räumen wir sie alle aus dem Weg. Zu Hause ist es ein bisschen schwierig, ne? Zu Hause haben wir bisher noch nichts wirklich gewonnen. Gehalten. Da zeigt er sein Können. Den hält er jetzt fest. Ah, guter Steilpass hier. Er holt sich den Ball. Das war zu einfach. Das war für heute die Gäste. Das war übrigens Moriba nochmal. Sich entscheiden. Gute Voraussetzungen für das Rückspiel. Ist das die Entscheidung? Nein. Ist das eine Vorentscheidung? Wir haben gesehen, die können immer wieder brillant aufspielen, immer wieder überzeugen. Und wenn sie dieses Niveau dann komplett im Rückspiel nochmal abrufen können, dann stehen die Chancen gut. Ein Spieler, der so heute. Fakt ist, wir haben es auf jeden Fall gerockt. Hätte ich auch nicht erwartet. Da mit 5-0 in Rom zu gewinnen. United nur liegt Barca nur noch mit 1-2. Noch kommt 1-0 Führung. So. Gut. Und dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's nach Freiburg. Aber beziehungsweise kurz vorher noch schnell die Nachrichten checken. Sperre abgelaufen. Klar. So. Gut, jetzt ist Feierabend. Bis dann. Tschüss.